So cool. Hey, ich liebe das. Alpha Life ist einfach so etwas Grossartiges. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts Cooles, wo du kannst miterleben, wie jemand das entdeckt und merkt, wie das Leben auf, wo man kann sehen, wie das Leben aufblüht. Und ich liebe es, so wie heute Morgen mit unserer Band zusammen zu worshipen, trotz Maske. Und es funktioniert. Es tut einfach. Und danke Band fürs Üben und für das ihr uns mitnehmen in den Lobpreis und die Anbetung. Für mich sind das wirklich so spezielle Momente, wenn man gemeinsam miteinander, als Kirche zusammen, Gott arbeitet. Und ich hoffe für dich auch. Aber vielleicht fragt man sich manchmal, ja, warum machen wir denn das? Oder vieles, was wir als Christen so Elemente von unserem Glauben nennen, die kann man ja eigentlich auch allein machen. Zum Beispiel, schlussendlich ist es ja deine Beziehung, die du mit Gott hast, wo niemand anders für dich leben kann. Das ist ja das, wo wir sagen, der Next Step Weeks, und dazu stimmen wir auch, das ist ja so, oder? Und Worship und Anbetung, das ist etwas, was wir heute dank Spotify und so weiter auch mega gut allein machen können. Du kannst sogar immer deine Lieblingssongs auswählen, oder die, wo du gerade das Gefühl hast, die sind jetzt dran. Du kannst die Lautstärke ganz genau einstellen, oder dass es optimal stimmt für deine Ohren. Und alles ist immer bestens abgemischt, außer du singst selber zu laut mit, oder? Dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen anders tönen. Und auch Gebet ist auch so etwas, oder? Wo man ja eigentlich ganz gut allein oder hoffentlich auch öfters allein macht. Also kann man sich ja ein Stück weit fragen, braucht es denn das gemeinsame Miteinander singen wirklich noch, wenn doch heute so gut alles auch allein möglich ist? Und wir sind in einer Serie, oder, wo wir genau diesen Fragen ein bisschen nachgehen und uns die Fragen stellen und anschauen, was denn die Bibel zu dem sagt. Und bevor wir so ein bisschen jetzt eintauchen in den Fokus von heute, wo es ums gemeinsame Gott arbeiten geht, möchte ich auf so eine Spannung eingehen, wo wir uns drin heute befinden. Das ist die Spannung zwischen dem Individualismus auf der einen Seite und dem Gemeinschaftlichen auf der anderen Seite. Man könnte sagen, so das Gemeinsame und das Einsame im christlichen Glauben. Wenn wir anschauen, wie es früher noch war, denn wo Jesus gelebt hat, oder zur Zeit vom Alten Testament, dann ist das Gemeinsame viel mehr im Fokus gestanden, als das heute steht. Es war viel wichtiger gewesen. Bei Entscheidungen ist es, bei persönlichen Entscheidungen ist es viel mehr auch darum gegangen, was ist für mich das Beste, sondern viel mehr darum gegangen, was ist für die Gemeinschaft, und ich ein Teil davon bin, das Beste. Und erst später und vor allem auch durch das Christentum hat auch der Einzelne, also der Individuelle, einen Wert bekommen. Weil man gemerkt hat, hey, Gott liebt nicht einfach nur ein gewisses Volk, sondern Gott liebt jede Einzelperson. Jede Einzelperson ist für ihn wertvoll und wichtig und er hat sie besonders begabt. Und gerade in den letzten, vielleicht auch Jahrzehnten, ist das immer extremer geworden in unserer Gesellschaft, der Hang zum Individualismus. Meine Zeit mit Gott, meine Erlösung, meine Beziehung mit Gott, meine geistliche Nahrung, meine Begabungen, was bringt es mir, Teil von der Kirche zu sein. Auch da ist das so wie das, was sich in der Gesellschaft schon länger so herausgebildet hat, immer mehr bei uns manchmal auch in den Glauben hineingeraten. Und dabei vergessen wir manchmal, dass mega vieles im Christentum eben auch den gemeinsamen Aspekt hat, aufs Gemeinsame sogar abzielt. Das Christentum, unser Glaube, gibt dem Gemeinsamen einen enorm hohen Stellenwert. Und das ist ein bisschen etwas von dem, was wir in dieser Serie miteinander wie wieder neu entdecken und ein bisschen anschauen. Was mir wichtig ist in dem, wir dürfen die zwei Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Es braucht sowohl das Individuelle, das ist wichtig, das ist eine Errungenschaft, die das Christentum uns erbracht hat, aber es braucht auch das Gemeinsame. Gott ruft uns in das Gemeinsame hinein. Und ich finde, Jesus ist dort so ein Beispiel, oder? Er hat die Balance gefunden. Er hat so tiefe und regelmäßige Zeiten mit Gott ganz allein gehabt. Er hat sich aber gleichzeitig seine Jünger und seine Mitmenschen voll angegeben, ist für sie da gewesen, hat dauernd Leute um sich herum gehabt und hat sich in die Gemeinschaft hineingegeben. Also im Christentum ist sowohl das Gemeinsame wie auch das Individuelle, das Persönliche, beides mega wichtig. Beides gehört dazu und beides darf nicht vernachlässigt werden. Und Steffi hat uns zum Einstieg von dieser Serie letzten Sonntag mal so durch
aufzeigt, wie durch die ganze Bibel durch. So die besondere Gegenwart Gottes immer wieder in dem Gemeinsamen gefunden worden ist. Immer gerade dann besonders stark war, wenn die Menschen miteinander vor Gott gekommen sind. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Im Judentum haben sie dafür den Begriff Shekinah gehabt, wo so ein Ausdruck ist für die spezielle Präsenz und Gegenwart und Herrlichkeit von Gott. Und ich hoffe, du hast schon so einen Moment erlebt, wo die Gegenwart Gottes, wo die Herrlichkeit von Gott so richtig durchgebrochen ist, wo sie du gespürt hast. Das ist etwas, wo wir uns noch ausstrecken auch in dieser Serie. Und ich liebe den Vers, wo Steffi auch in der Einleitung schon darauf Bezug genommen hat, in Epheser 1, 22 und 23, wo es heisst, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in der Kirche drin lebt. Das heisst, ja, Gott hat ihm, Jesus, oder, alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Er ist der Haupt, wir sind sein Lieb. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle lebt er in dem Lieb, wo wir miteinander bilden. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er erfüllt den Lieb mit seiner Gegenwart und ist mit seiner ganzen Fülle präsent. Das ist ein Grund, warum es für uns als Kirche so einen grossen Wert hat, uns zu versammeln und zusammenzukommen und gemeinsam dem Gott zu begegnen. Und ich erlebe die spezielle Fülle, wie sie hier beschrieben ist, immer wieder in den Momenten, wo wir uns gemeinsam miteinander treffen, wo wir im Gottesdienst sind. Und ich möchte dich ermutigen, dich als ein Teil von dieser Gemeinschaft zu sehen, wo gemeinsam vor den Gott kommt, wo ihn gemeinsam erlebt, wo die Shekinah gemeinsam im Gemeinsamen hinein erlebt, wie sie präsent ist und da ist, wo die Gegenwart von Gott sucht. Wir sind nicht alles einfach als Einzelpersonen da, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen allein und separat hocken, sondern wir alle sind Teil von dem Lieb Gottes. Jedes einzelne von uns, was sich Christ nennt. Wir sind lebendige Steine in seinem Haus. Und das Fazit ist so ein bisschen, Kirche gibt es nur gemeinsam und nicht einsam. Kirche gibt es nur zusammen. Und Kirche ist nicht einfach etwas, das für dich da ist, sondern du bist berufen, ein Teil von dieser Kirche zu sein. Jetzt nicht unbedingt von der GVC Zürich-Oberland, das spielt nicht so eine Rolle, aber jeder von uns ist berufen, Teil von Gottes Kirche zu sein, Teil von Gottes Liebe zu sein und sich ein Teil auch zu machen von dieser Gemeinschaft. Die Kirchengeschichte durch ist es ein Teil gewesen und bis hin in die Offenbarung, wo wir sehen, wie es im Himmel wird sein, ist das gemeinsame Gott anbeten ein wichtiger Aspekt davon. Das erste Mal in der Bibel lesen wir davon, kurz nachdem Gott sein Volk von den Ägyptern gerettet hat, wo er das Meer geteilt hat und sie sicher am Fuss können durchlaufen und nachher erst das Meer wieder sich zugetan hat und die Ägypter verschluckt hat. Und dann lesen wir, wie das ganze Volk nachher gesungen hat im 2. Mose 15, 1 und 2. Ich will den Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ihn allein will ich ehren. Das ist das erste Mal, wo wir das lesen. Natürlich haben sie ihn früher schon arbeitet, aber das ist das erste Mal, wo wir so bewusst davon lesen in der Bibel. Dann haben wir es letzten Sonntag davon gehabt, bei der Einweihung vom Tempel in 2. Chronik 5, 13 und 14, wo es, wie es Steffi vorgelesen hat, wo es geheißen hat, es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des Herrn sich vernehmen ließen. Als sie mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzen und den Herrn priesen. Ich glaube, wir haben eine andere Übersetzung hier oben. Denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. Das ist das, was sie gesungen haben. Erfüllte und währenddem erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des ganzen Universums hörte ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Auch im Himmel.
Und wisst ihr, was Spannende ist? In all diesen drei Begebenheiten merken wir, wie fest Gottes Gegenwart dort war. Beim Volk Israel dort in Ägypten war Gottes Gegenwart in Form von einer Wolke bei ihnen am Tag und in Form von einer Feuersäule in der Nacht. Im Tempel sehen wir, wie seine Gegenwart gekommen ist und angezogen worden ist durch den Worship und den Tempel erfüllt hat, sodass die Priester müssen aufhören und stoppen. Und in Offenbarung 5,13, was heisst, Gott wird mitten unter uns wohnen, wo das ein Teil von der Realität ist, wo in dem Himmel wird herrschen, wenn man Gott arbeitet. Und was wir da sehen, oder, ist ein klarer Zusammenhang. Dort, wo Gottes Gegenwart und Herrlichkeit ist, dort ist auch Lobpreis. Und es ist wie so ein gegenseitiger Zusammenhang. Ihr habt das gesehen auf dem Slide. Dort, wo Gottes Gegenwart ist, bewirkt es, dass man ihn arbeitet und lobt. Und dort, wo gemeinsame Lobpreis stattfindet, dort zieht die Gegenwart Gottes an, die Schekina. So ein Kreislauf. Ist spannend, oder? Dass das wie einander, miteinander einfach zu tun hat, dass da so ein Zusammenhang mit dem besteht. Und ich glaube, darum hat es so also eine Kraft, das gemeinsame Gott arbeiten. Und man kann sich ja auch fragen, ja, warum singen wir denn Gott überhaupt Lieder? Er ist ja auch sonst da. Warum ist das genau das, so eine Ausdrucksform, die so kraftvoll und stark ist? Und wenn man es ein bisschen genauer anschaut, merkt, eigentlich sind die Lieder, die wir singen, nichts anderes als gesungene Gebet. Zum Beispiel haben wir in der Bibel ein ganzes Buch, das mit so gesungenen Gebet gefüllt ist. Psalmen. Das sind alles Gebet, wo Psalmschreiber aufgeschrieben haben und die meisten davon sind gesungen worden, sind Lieder gewesen. Das merken wir vielleicht heute nicht so stark, wenn wir sie lesen, weil sie übersetzt sind und darum auch die Reime und so weiter und weil nicht mehr vorhanden sind und weil wir die Melodien dazu nicht kennen. Aber die sind alle gesungen worden. Lieder sind Gebet. Und ich glaube, so, wenn man die Lieder singt, dann kommt wie am so eine weitere Dimension dazu. Singen erlaubt uns, viel mehr auszudrücken, als wenn wir es einfach nur sagen würden. Es wird wie Seele, Körper, Geist, alles wird mit einbezogen. Ich weiß nicht, wer kennt das von euch? Dass es manchmal so, wenn man Gott arbeitet, einfach wie alles braucht. Ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal im Worship die Hand hochgehebt habe, wo ich vorher immer so ein bisschen komisch gefunden habe, aber dann irgendwann gemerkt habe, hey, es kommt so der Punkt, wo ich merke, es reicht für mich nicht, das einfach nur singen. Ich kann nicht so dastehen während dem Singen, sondern ich muss das irgendwo auch mit meinem Körper ausdrücken. Wenn du das noch nie gemacht hast, die Worship-Songs so als gesungene Gebet anschauen, dann probier das mal. Nimm den nächsten Song, den wir singen und sag, hey, ja, das ist jetzt wie ein Gebet, das ich habe und sing das Gott ganz bewusst zu. Vom Augustinus ist ein Zitat überliefert, und er gesagt hat, wer singt, betet doppelt. Und es ist ein spannender Gedanke, oder? Weil es sind Gebet und irgendwo legen wir wie nochmal mehr drin hinein. Also Gott anzubeten, ist so eine Art eine natürliche Reaktion darauf, wenn man sieht, wer der Gott wirklich ist. Wir sehen das in so vielen Stellen in der Bibel. Immer dort, wo Gott etwas zu tun hat, wo seine Gegenwart war, hat es Lobpreis zur Folge gehabt. Haben die Menschen wie nicht anders können, als Gott anzubeten. Wenn wir erkennen, dass er der Einzige ist, der würdig ist, auch das sehen wir wieder in der Offenbarung, was heisst, er allein ist würdig, zum anbetet zu werden. Und wenn wir die Gegenwart, die Schekina, erleben, dann treibt es uns immer dazu, Gott anzubeten. In irgendeiner Art und Weise wird sich das ausdrücken. Vielleicht auch, dass wir irgendwo einfach auf Knie müssen. Im Epheser 3, 14 schreibt der Paulus noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, und vorher hat er so eine riesen Auflistung, wer Gott alles ist, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Und das ist der Ursprung und der Auslöser, warum man Gott arbeitet, warum man ihm Lieder singt. Weil er es würdig ist. Weil es ein Ausdruck davon ist oder weil es eine natürliche Reaktion auf das ist, wenn man erkennt, wer er wirklich ist. Und eigentlich könnte man jetzt aufhören, weil das Wichtigste ist gesagt. Aber ich möchte doch noch ein bisschen weitergehen. Aber wenn das die Grundlage ist, oder? Es hat der gemeinsame Worship, das Miteinander vor dem Gott sein, hat so viel Kraft. Und ich möchte
kurz auf 6 Punkte eingehen, wo die Kraft so ein bisschen beschreiben und wo euch vielleicht auch helfen können, euch voll in das hineinzugeben. Der erste Punkt ist, dass der gemeinsame Worship Gott ins Zentrum rückt. Und dass in dem Sinne, dass Gott ins Zentrum rückt, das Ich in den Hintergrund rückt. Die gemeinsame Anbetung hat Kraft, unsere Gedanken und den Fokus, den wir vielleicht gerade haben in unserem Leben, völlig auf Gott zu richten. Oder Fokus heisst, ich nehme etwas ganz fest im Blick und die Sachen rundherum werden kleiner und weniger wichtig oder eben im Auge, die werden unscharf. Und die gesungenen Gebete, die wir Gott da amigs darbringen, die helfen mir immer wieder, den Gott ins Zentrum zu rücken. All die anderen Sachen, die mich irgendwie beschäftigen, wie Sorgen, meine Fragen, meine Umstände, mein Egoismus, meine Versuchungen, meine Ängste, rücken in den Hintergrund, werden klein und verblassen neben dem Gott, der das Universum in seiner Hand hebt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns schon erlebt haben, wenn wir einmal zusammenkommen im Worship, wie es uns hilft, wirklich den Fokus auf Gott zu richten. Das Zweite ist, dass es die Kraft hat, uns zu einen, uns zu einer Einheit zu machen. Es richtet uns aus. Wenn wir gemeinsam Gott ein Lied singen, singen wir gemeinsam den gleichen Text, haben vielleicht ein Stück weit die gleichen Gedanken und machen uns eins. Und es richtet unseren Fokus auf das, was uns vereint und nicht auf das, was uns irgendwo auseinanderbringt. Es schafft eine Einheit untereinander. Eine Einheit, zu der Gott uns in der Bibel immer wieder aufruft. Im Römer 15, Vers 6 heißt es, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es macht uns eins. Werdet ein Lieb. Drittens ist es eine einzigartige Verbindung, eine Art, die passiert. Oder die gemeinsame Anbetung, die hat Kraft, uns auf eine Art und Weise zu verbinden, wie das wenig andere Sachen können. Die Lieder, das ist so wie eine, kannst du sagen, universelle Sprache, wo Sprachen, Kulturen oder sonst irgendwelche Grenzen übersteigt, wo sie auflöst. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, in einem anderen Land mit Menschen zu worshipen. Wie das irgendwo so eine Verbindung gibt, so eine Einheit, wo man merkt, hey, wir loben den gleichen Gott. Und auch wenn du vielleicht nicht verstehst, was sie singen, manchmal ist es eine Melodie, die du kennst und dann weißt du ungefähr, was gesungen wird. Aber es verbindet. Das Vierte ist, dass die gesungenen Gebete uns stärken in unserem Glauben und uns helfen, geistliche Wahrheiten zu verinnerlichen. Ich meine, wer von euch kennt noch das Lied? Unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht vom Himmel herab mit. Ja, genau, oder? Jeder von uns kennt es und wir müssen es nur anstimmen und sofort geht es weiter. Lieder sind einfach zu merken, sie berühren unser Herz und wir können die Wahrheiten verinnerlichen. Ich weiß nicht, wer das ist ein Lied, das mir manchmal in den Sinn kommt, in schwierigen Situationen und wo ich dann singe. Das ist irgendwo tief drin. Es ist nicht ein Lied, wo ich viel singe, aber manchmal gibt es einfach so Situationen, wo es kommt und wo es mir hilft. Und wo die geistlichen Wahrheiten, die in diesem Lied drin sind, mir vor Augen gerufen werden. Und darum finde ich es so cool, dass wir letzten Sonntag können mit Kids Worship starten in unseren Kids-Bereichen. Weil jeder von uns kennt wahrscheinlich noch x Kinder-Worship-Songs. Die einen singen es wahrscheinlich regelmässig selber mit den Kindern. Andere kennen es irgendwo noch von früher, weil sie sich irgendwo tief in unser Herz eingraben haben. Und ob du es willst oder nicht, die Lieder, die du als Kind gesungen hast, die haben dein Gottesbild geprägt. Die haben deine Beziehung zu Gott geprägt, bis zum heutigen Tag. Das ist so die Kraft, die der Worship hat, dass die Lieder uns immer wieder an Wahrheiten über Gott erinnern. Und manchmal, wenn wir so da zusammenkommen, dann vielleicht sogar für Wahrheiten, die uns in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen sind. Und dadurch, dass wir die Lieder miteinander singen, werden sie uns wieder neu bewusst, sie stärken uns, sie rufen Glauben führen. Oder wenn wir singen, ich habe tausend gute Gründe, dann geht es nicht weit, bis wir mit Gründen in den Sinn kommen, warum ich Gott kann danken. Auch wenn es vielleicht in dieser Woche ganz viel anderes gegeben hat, wo ich jetzt nicht unbedingt dankbar bin dafür. Es erinnert uns an so Wahrheiten, wo man vielleicht manchmal auch im persönlichen Gebet gar nicht drauf kommt. Das Fünfte ist, wenn wir so
gemeinsam Gott anbetet, dann proklamieren wir die Wahrheiten und Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Wir sprechen sie aus. Und manchmal müssen wir diese Sachen aussprechen. Manchmal langt es nicht, das einfach zu denken und irgendwo im Kopf zu wissen, sondern wir müssen es aussprechen und manchmal auch entgegnen unseren Gefühlen. Und genau in dem Sinne hilft es uns eben, wenn wir miteinander worshipen, weil es andere vielleicht mit mehr Überzeugung können singen, als es du singst. Und weil es dich aufbaut, wenn du siehst, wie wir alle zusammen miteinander die Sachen singen und glauben und du merkst, hey ja, es ist Wahrheit, auch wenn es sich vielleicht für mich aktuell nicht so anfühlt. Und es verändert unsere Perspektiven auf Situationen und auf und, wo wir drin sind. Gerade wenn wir zum Beispiel Psalmschreiber anschauen, passiert das so oft, dass sie anfangen und Gott klagen und sagen, das Leben ist ungerecht, das ist nicht gut und hast du mich vergessen, Gott, und dort und dort und ich habe so viele Feinde, die mir Böses wollen und so weiter und mit dem vor Gott kommen. Und irgendwo im Psalm gibt es immer irgendwo so den Punkt, wo es kehrt, wo sie ins Loben hineinkommen, wo die Zuversicht zurückkommt, wo die Hoffnung zurückkommt, wo sie das Vertrauen in Gott wiederkommt. Wo die Dankbarkeit wiederkommt. Und manchmal braucht es die anderen, um uns zu helfen, an diesen Punkt heranzukommen. Um uns zu helfen, unsere Situation, um wieder das zu sehen, was Gott eigentlich denkt. Um die Wahrheit über Gott wieder zu hören und selber zu glauben. Und darum singen wir, wenn wir das gemeinsam machen, miteinander, nicht einfach nur für uns selber. Wir singen manchmal auch für die Menschen um dich herum. Das gemeinsame Singen ist so eine Proklamation, die uns ermutigen und aufbauen soll. Epheser 5, 18 bis 20 heisst es, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt laut aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Also es heisst, ermutigt einander. Mit Psalmen, Lobgesängen von Gott, Gottes Geist eingegebenen Lieder. Sie sollen uns gegenseitig ermutigen. Sie sind nicht nur für mich selber da, sondern um uns gegenseitig Kraft zu geben, um uns aufzubauen. Also singst du eben manchmal nicht nur für dich selber, sondern vielleicht auch für deinen Nachbarn oder den vor dir oder für den hinter dir. Und der sechste Punkt in dem Sinne ist, Gott redet zu uns, wenn wir gemeinsam Gott arbeiten. Ich erlebe das fast jeden Sonntag, wie Gott im Worship zu mir redet. Es gibt Momente, wo ich manchmal meine Predigten während dem Worship schreibe, weil Gott einfach die Gedanken hineingibt und ich merke, es sind seine Gedanken. Und ich muss es aufschreiben, weil sonst irgendwann plötzlich wieder weg sind. Also sorry, wenn ich manchmal am Handy bin, das ist der Grund. Und das Lustige ist, ich erlebe das meistens nicht, wenn ich für mich allein die Heimwehr schippe, sondern ich erlebe das so oft, wenn wir da miteinander gemeinsam Gott arbeiten. Gottes Gegenwart da ist, die Schekina um ihn ist und ich ihn und er zu mir redet. Und ich glaube, wir wissen das alle, oder? Das gemeinsame Singen in unseren Gottesdiensten, das ist nicht einfach eine Frage vom Stil. Es ist nicht einfach eine Tradition, die wir machen, und weil es irgendwo noch lässig ist und weil wir uns mal entschieden haben, das zu machen. Es ist auch nicht einfach das Aufwärmen für die Predigt oder das Ankommen. Es ist auch nicht christliches Karaoke oder so etwas. In dem Gemeinsamen vor Gott kommen. Und ich glaube wirklich, in dem Gemeinsamen liegt die spezielle Kraft. Das ist eine heilige Sache. Es gibt Gott die Ehre und gleichzeitig hat es so eine Kraft für uns als Gemeinschaft, als Kirche, aber auch für dich vielleicht ganz persönlich. Und ja, oder wir können natürlich auch ganz gute Momente in der Anbetung haben, ganz mit Gott allein für uns. Und ich hoffe es, dass du das hast und dass das nicht nur in der Gemeinschaft passiert. Aber die Bibel zeigt uns, wenn wir durch sie durchgehen, dass die gemeinsame Anbetung irgendwo eine spezielle Kraft hat, dass die Gegenwart Gottes, die Schekina, ganz speziell dort ist, wo Menschen zusammenkommen vor Gott, wo sie gemeinsam ihn arbeiten und loben. In Kolosser 3, 16, in dem Kapitel generell, gibt der Paulus den Kolosser Anweisungen und Tipps für ihr Leben, wie sie als Christen leben sollen. Und im Kolosser 3, 16 heisst es, lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat.
und dann auch wieder singen. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das sind so zwei Sachen, die in Bezug auf das gemeinsame Singen in dieser Bibelstelle, wo mir aufgefallen sind. Dankbarkeit und das aus tiefstem Herzen, das leidenschaftlich. Das sind so zwei Punkte, wo unsere Zeiten, wo wir gemeinsam vor Gott sind, sollen prägen. Und ich glaube, Worship ist immer so ein Akt von der Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber Gott. Oder soll es immer sein, wenn wir vor ihn kommen. Wo wir uns an das erinnern, was er in unserem Leben getan hat. Was uns das vor Augen führt. Und wo in dem Sinne bewusst immer wieder die Dankbarkeit wächst. Und damit auch unseren Worship, unsere Anbetung. Und dann kommen eben, wie schon gesagt, die 1000 guten Gründe plötzlich automatisch, wenn wir uns das vor Augen behalten. Aber Worship ist nicht nur auch dann für uns da, wenn wir keine gute Zeit haben. Sondern es hat auch dann seinen Platz, wenn es uns vielleicht schwerfällt. Weil so oft unsere Sichtweise verändert. Wie wir das sehen bei den Psalmschreibern, wo das passiert ist. Und darum ist es eben im Gemeinsamen manchmal so wichtig, weil es uns hilft. Weil die anderen uns irgendwo mitziehen. Für uns glauben, für uns singen, für uns proklamieren. Paulus fordert uns in dem Sinne aber auch auf, auf unsere Herzen zu achten. Wir sollen aus tiefstem Herz und zu Gottes Ehre arbeiten. Und da geht es eben dann manchmal nicht mehr um mich, sondern um das, wo wir ein Teil davon sind. Und ja, manchmal schränkt es ein. Aber es ist ein wichtiger Teil, wo uns Gott drin beruft. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder das bewusst werden und die Zeiten vom gemeinsamen Worship bewusst auch gestaltet. Dass wir sie nicht einfach als etwas anschauen, wo wir mit absitzen oder über uns ergehen lassen, sondern wo wir auf ganzem Herzen vor ihm kommen, wo wir ernsthaft sind, wo wir uns involvieren, wo wir uns reingeben, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir leidenschaftlich sind. Und ich wünsche mir, dass wir in dem Sinne wie auch nochmal einen Schritt mehr machen können. Nicht, dass wir das nicht gut machen würden, das möchte ich gar nicht sagen. Aber dass wir wirklich leidenschaftlich die Lieder als gemeinsam gesungene Gebet vor Gott bringen können. Dass wir sie bewusst singen. Dass wir uns dieser Gegenwart Gottes, dieser Shekina, in einem Moment bewusst sind. Unabhängig von unseren Gefühlen oder wie es uns gerade geht. Dass wir das nicht einfach als eine Ankommenszeit nutzen oder als eine Zeit, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen. Manchmal hilft es, wenn man so kleine Veränderungen manchmal auch mal vornimmt. Oder du kannst zum Beispiel auch mal einfach bewusst «Mir» anstatt «Ich» singen in einem Song. Um das für dich auszudrücken, hey, wir stehen jetzt vor Gott, nicht nur ich allein. Weil viele von unseren Songs sind auch, das ist wieder die Kultur, oder, wo immer mehr gekommen ist, «Ich» formuliert. Und nicht, dass das schlecht ist, aber manchmal lässt es uns das Gemeinsame vergessen. Vielleicht kannst du auch mal in einem Teil, wo es ruhig ist, für dich eigene Worte einfließen lassen, in einem Instrumental und Gott sagen, was du gerade empfindest, ihm das ausdrücken mit deinen Worten. Vielleicht sogar singen. Ich wünsche mir, dass uns heute Morgen wie so die Augen können geöffnet werden für das Majestätische, wo das gemeinsame Gott arbeiten hat. Wo wir all da drin zusammen miteinander singen. Und dann plötzlich vielleicht realisieren, hey, in dem Moment singen ganz viele andere Kirchen im Zürich Oberland auch dem Gott, sind auch in am Arbeiten. Nicht nur im Zürich Oberland, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa sind Menschen jetzt mit uns zusammen dran, den Gott anzubeten. Und wenn wir fertig sind und wir in die nächste Zeitzone gehen, sind sie an einem anderen Ort dran. Und wenn wir das weiterdenken, dann ist es ein weltumspannender Lobpreis, wo wir vielleicht anfangen oder vielleicht fangen sie in Australien, ist egal wo das anfangen. Und es geht Schritt für Schritt um die ganze Welt herum und Gott wird angebetet. Und ich stelle mir vor, wie Gott sich freut, wenn das passiert. Und wenn wir das aus tiefstem Herzen und mit Dankbarkeit ihm gegenüber machen. Darum habe ich jetzt genug geredet und wir gehen
uns nochmal in so eine Zeit hinein, wo wir Gott anbeten. Und während dieser Zeit haben wir auch ein Gebetsteam, das für dich da ist. Und das liebt, für dich zu beten. Kommt gar nicht darauf an, was dein Anliegen ist. Ob das etwas ist, was mit dieser Predigt zu tun hat, wo du merkst, etwas hat mich angesprochen, etwas in meinem Herz ist am Gehen und ich möchte das mit jemandem zusammen beten. Oder ob das eine Situation ist in deinem Leben, die schwierig ist. Ob du Heilung brauchst, körperlich. Ob du vielleicht eine Ermutigung brauchst, als prophetisches Wort. Wir haben Leute, die so begabt sind in diesem Gebetsteam. Und die es lieben, für dich zu hören, für dich zu beten. Dein Anliegen vor Gott zu bringen. Ich lade euch ein, zum Aufstehen. Ich möchte noch beten. Und dann stimmen wir ein. Wie aus einer Stimme. In der Worship, in das gemeinsame Gott arbeiten. Jesus, ich finde es so gewaltig, dass so eine Kraft drin ist, in dem Gemeinsamen vor dich kommen, in dem gemeinsam dich loben und preisen und arbeiten. Du bist wirklich der Einzige, der es verdient hat. Es gibt für niemand anders, würde ich singen. Niemand anders möchte ich so arbeiten wie dich. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder vor Augen heben kannst, was du alles für uns tun hast. Und dass du uns immer wieder in die Gegenwart von dir hineintreibst, in das gemeinsame dich anbeten. Allein, aber eben auch zusammen. Dass wir diese Kraft entdecken dürfen und dass wir uns so bewusst auf dich ausrichten und uns eins machen und dir singen, weil es du verdient hast. Danke, dass du da bist in dieser Zeit und ich bitte dich, dass du dich speziell diesen Leuten zeigst, mit deiner Shekinah, die das vielleicht schon lange nicht mehr erlebt haben. Die das auf einer Gefühlsebene suchen, obwohl es du versprochen hast und es nicht abhängig ist von einem Gefühl. Und ich bitte dich, dass du aber gerade diesen Menschen so begegnest, wie sie es in dem Moment ihnen gerade brauchen. Wir lieben dich.